Mama, ich hab's geschafft. Ich bin auf einer DVD. Wenn du das ins Video schneidest, flippt auf den Boden, ey, bei dem Handblick platzt mir mein Hoden. Digga, das ist Freestyle, weißt du was ich mein? Ich komm auf die Lines und auf den fetten Beat rein. Wo ist der Beat? Ich hör ihn nicht. Ich hau dir meine Lines jetzt mitten ins Gesicht. Hier, dieses kleine Kind strahlt mir in die Augen, was ist da los? Digga, bist du Barbo oder aus dem Abo? Raus! Au! Ah! Hier hinten ist Kevin und heute ist der Auto von Mikko und ich werde euch einfach mal zeigen, was hier alles abgeht. Ich glaube, wir haben Hunger, oder? Toffel ist hässlich. Toffel. Danke, trotzdem hast du in die Hosen gekackt und stinkst. Ich verlange die Bänder zurück. Ja. Gib her! Gib her! Hosen gekackt. Wailam hat sich in die Hosen gekackt. Wailam hat sich in die Hosen gekackt. Hey, das ist nicht witzig, das passiert jedem Mal. Danke, Dan. Wailam hat sich in die Hosen gekackt. 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 Ja, wir sind jetzt im Backstage-Bereich und da hinten ist Rezo und da hinten ist auch Kevin. Und ja, in einer halben Stunde ist der Auftritt und wir sind noch Kostüme der Tänzer. Und ich werde ein paar Goodies von der Bühne runterwerfen und wir sehen uns gleich auf der Bühne. Und ja. Wir fahren jetzt wieder auf den Videodays und hier gehen Leute. Der dritte Tag! Der dritte Tag für Wailam, der zweite für mich. Hinter uns ist gleich der Filmpark und wir müssen eigentlich Eintritt bezahlen und der ist direkt neben Videodays und da ist gerade ein Security-Typ und wir probieren dann einfach, wenn eine Menschenmasse rauskommt, drüber zu klettern, damit wir umsonst in den Filmpark reinkommen und ja. Wir haben es fast geschafft. Niemand weiß es außer du. Wollt ihr eine Sprite? Ich gebe dir eine Sprite. Stehst du? Wir waren schon und dann bist du gekommen. Wir haben es fast geschafft. Würdest du uns verraten? Das war selber aufpassen. Ja, okay. Ja, okay, okay. Wann? Danke. Lass uns einfach rein. Eigentlich haben wir uns hier reingeschlichen. Sie müssen uns rausschicken. Wir haben uns gerade ins Event geschlichen. Wir haben hier gar nicht mehr. Wollen Sie uns jetzt nicht mal wieder rausschicken? Dann chillen wir jetzt einfach in dieser Ecke. Wir sitzen nur da. Wir sitzen. Ey, wir schwören, wir machen nichts mehr, okay? Das gehört noch zu Videodays. Wollen Sie nicht mitkommen? Er hat gezweifelt. Du hast so nachgedacht. So. Wir kommen in einer halben Stunde wieder. Vielleicht schaffen wir es, dann kommen wir noch mal hin und sagen wir Hi. Aber dann haben wir Eintritt. Ja. Ach so, das ist ein Gehört das nicht zum Event? Schade. Also wir können uns auch weglaufen. Ja. Brauchst du das noch? Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie. So assi wollen wir das ja nicht. Okay, das ist aber jetzt assi. Ich bin zweimal drin. Okay Leute, wir versuchen es einmal. Ja, also, scheiße, ich will da rein, ich will da rein. Am anderen Plan. Und zwar gehen wir jetzt zum Parkplatz. Geht's hier rein? Ich habe das nur eindeutig gewesen. Leute, wir sind so nah, aber doch so fern. Kamera! Wollen wir einfach rüberflittern? Nein, schaffen wir nicht. Ey, also. Ist noch deine, hier ist noch deine. Der ist am Anfang. Ey, wir schaffen es los. Reinkommen, oh mein Gott, wie heftig. Und ja, jetzt chillen wir auf diesem wunderkrassen geilen Park. Und ja, schon geil, Mann. Wow. Wir waren auch im 4D-Kino und das war wirklich krass, die chinesische Mauer. Und der eine sah aus wie Kevin und der hat uns halt rumgeführt mit seinem Fahrrad. Von dem Weg ins Paradies. Guck mal, der von meinem Geburtstagsgeschenk. Oh, no Witz, noch ein Regenbogen dazu. Wie schön. Das ist zu geil. Ja. Eigentlich verwegen sich diese Tiere und so. Das ist aber traurig gerade. Ich hoffe, euch hat der Filmpark-Vlog, Videodays-Vlog gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Huh?